Herzlich willkommen hier auf der KI Campus Stage des University Future Festivals. Und ich begrüße schon mal alle, die hier sind. Wir machen gleich noch mal ein großes offizielles Willkommen. Und zwar auch mit den Gästen, die online dazugeschaltet sind. Und ich gucke mich schon mal um. Okay, es sind einige schon angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Tasse Kaffee sich schon geholt, vielleicht ein Wasser von da drüben in der Cafeteria. Ansonsten ist jetzt noch kurz vor Programmstart die Gelegenheit, dass Sie schnell Ihr Mobiltelefon zücken und einfach so eine Massen-SMS- oder WhatsApp-Nachricht an alle rausschicken, an alle Ihre Kontakte, ist egal, das kann Family sein, das kann der Bruder, das kann der Nachbar sein, Chef, Chefin oder so, ja, und sagen, jetzt sofort online einschalten oder am besten direkt hier uns live noch hier besuchen. So, und ich gucke mal ganz kurz in Richtung Technik, dass wir so ein bisschen abgestimmt sind hier. Wie viel Zeit haben wir ungefähr, bevor wir online gehen können? Okay, dann sage ich nochmal schönen guten Morgen und herzlich willkommen jetzt auch ganz offiziell hier auf der KI Campus Stage des University Future Festivals. Der Begriff Festival ist hier wirklich mit Leben gefüllt worden, denn wir haben 3 ganze Tage Programm. Und das nicht nur hier in Heilbronn, sondern auch in Berlin, in Bochum, in Leipzig und in Nürnberg. Also, und ob ihr jetzt bereits gestern dabei wart oder ob ihr heute zum ersten Mal dabei seid, ob ihr online dabei seid oder ob ihr live hier vor Ort zu uns gekommen sind, herzlich willkommen und vor allen Dingen vielen herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sind und dass wir alle gemeinsam die Zukunft gestalten können. Ich möchte mich direkt zu Beginn mal vorstellen, denn wir haben das Vergnügen, den ganzen Tag jetzt hier miteinander zu verbringen. Ich bin Carmen Henschel und habe die große Freude, als Moderatorin diese Veranstaltung begleiten zu dürfen. Und eine Besonderheit gibt es, den Jingle, den wir zu Beginn gehört haben, der ist unter ganz besonderen Umständen entstanden, und zwar bei einem AI Song Contest. Das heißt, er ist extra heute für den heutigen Tag komponiert worden, natürlich mit Hilfe von KI. Und wer jetzt sagt, oh, der war so schön, können wir den bitte mal öfter hören? Da habe ich direkt gute Neuigkeiten. Er wird nämlich immer mal wieder in den Pausen abgespielt werden oder nachher auch beim Student Pitch. Warum ist es eine richtig klasse Idee, dass wir heute alle hier zusammenkommen? Nun, wir haben eine Menge Programm und es gibt einen schönen Spruch, und zwar eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Wer hat es gesagt? ChatGPT? Nein, natürlich nicht, das war Benjamin Franklin. Ja, und dieser Spruch gilt heutzutage mehr denn je. Denn nicht nur Studierenden steht im Jahr 2024 das Thema Bildung jeden Tag auf dem Stundenplan, sondern eigentlich der ganzen Menschheit. Und das hat auch einen Grund. Weil unsere Welt entwickelt sich schneller weiter als je zuvor. Sie wandelt sich permanent an jedem Tag, in jeder Stunde, mit jeder Sekunde. Und das heißt, es hilft hier nur eins, und das macht sogar richtig viel Spaß, nämlich das lebenslange Lernen. Und deswegen sagen wir ausdrücklich an dieser Stelle herzlich willkommen, nicht nur allen Menschen, die an der Hochschule arbeiten, die dort sich weiterbilden, sondern allen, die einfach dem Thema lebenslangen Lernen offen gegenüberstehen und Lust haben, sich heute darüber zu informieren. Denn jetzt wird es richtig spannend. Denn so wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, also die letzten Jahrtausende, die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahre, all das wird es so in Zukunft nicht mehr geben. Lernen wird sich komplett verändern. Durch dieses kleine Wörtchen, das Kürzel mit 2 Buchstaben, KI. Künstliche Intelligenz ist hier beim Thema Lernen und Bildung ein kompletter Gamechanger. Deswegen sind wir heute hier, deswegen kommen wir heute alle zusammen, denn wir wollen uns auf dieser Stage hier, auf der KI Campus Stage, anschauen, wie sieht denn die Hochschule und das Lernen der Zukunft aus? Wie kann KI hier unterstützen? Aber auch, welche Projekte gibt es denn schon an Hochschulen, die erfolgreich laufen oder die man vielleicht mal gemeinsam implementieren könnten?
oder auch, was für Projekte bringen Studierende selber an den Start. All das werden Sie heute hier erleben, wie gesagt, egal ob Sie online dazu geschaltet sind oder live hier vor Ort. Doch das war noch längst nicht alles, denn ihr könnt den ganzen Tag an insgesamt vier Workshops und zwei Meetups auch teilnehmen. Das heißt, es wird interaktiv und da warten dann spannende Themen auf euch, wie zum Beispiel KI und Leadership, sehr sehenswert, oder auch Teacher versus Chatbot. Ich glaube, dieses Thema geht viele an. Wer unterrichtet besser? Diese Frage möchten wir gerne mal mit euch zusammen challengen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe aber auch einfach mal Lust, so ein bisschen locker hier bummeln zu gehen und vielleicht im 1:1 mich ein bisschen persönlicher und intensiver im Gespräch auszutauschen, voilà, da haben wir ein wunderbares Angebot für euch. 15 Aussteller warten dort draußen mit ihren Ständen und freuen sich sehr, wirklich mal in den intensiveren Dialog mit euch gehen zu dürfen. An zwei Stationen gibt es außerdem Technik zum Anfassen. Wir haben einmal eine VR-Station, da bitte ich kurz die Öffnungszeiten zu beachten, ist geöffnet ganz viele Stunden lang von 9 Uhr morgens bis 15.45 Uhr am Nachmittag. Und wir haben auch eine Roboterstation, die ist sogar ein bisschen länger geöffnet und zwar bis 17.30 Uhr. Oh, ich atme kurz aus, wir atmen alle kurz aus und denken uns, Mensch, das ist ja ganz schön viel Input. Und wer jetzt sagt, Mensch, das konnte ich alles gar nicht mitschreiben, es hörte sich irgendwie ganz cool an, kam aber bitte nochmal langsam, was waren das alles für Infos? Kein Problem. Den ganzen lieben langen Tag haben wir einen Informationsstand draußen für euch. Egal, ob ihr jetzt Fragen habt zur KI-Campus-Stage hier oder zum KI-Campus allgemein oder zum Programm, was ihr auch immer wissen möchtet. Wir sind für euch da. Stellt gerne alle eure Fragen, wie gesagt, direkt dort vorne im Eingangsbereich. Ja, eine Bitte haben wir noch. In eurem eigenen Interesse vielleicht. Das Thema Parken. I beg your pardon, aber einige haben wohl dort geparkt. Einige haben auch dort geparkt und das ist leider verboten. Da ist auch eine Kita und so und dann kommt dann die Polizei und dann wird abgeschleppt und so weiter. Von daher sucht euch einen schönen Parkplatz. Ich habe auch direkt drei Vorschläge hier für euch. Einmal in der Stadtgalerie, dann könnt ihr auch direkt bei der Experimenta parken und im Luisenpark. Auch da, wenn ihr sagt, was, wie hießen diese ganzen Parkhäuser? Unser Infostand ist für euch da und wir geben euch dann gerne kurz ein Tutorial, wie ihr dorthin kommt. Also Dankeschön, denkt dran, dass ihr nicht abgeschleppt werdet, dass ihr bitte schön kurz die Autos wegfahrt. So, aber eine schöne Nachricht habe ich jetzt direkt wieder hinten an. Und zwar, wir haben natürlich nicht nur für eure geistige Nahrung gesorgt, sondern auch für euer lecker, lecker leibliches Wohl. Das heißt, es gibt den lieben langen Tag schön etwas für euch zu essen. Es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen und es gibt sogar am Nachmittag schön Kaffee und Kuchen für die gemütliche Diskussionsrunde, wenn ihr das mal ein bisschen so verdauen möchtet, was ihr heute hier gehört habt. Was das? Ich glaube, das war's. Dann sage ich hiermit ganz offiziell, die KI Campus Stage 2024 ist eröffnet. Dankeschön. Und jetzt werde ich hier auch gar nicht mehr länger alleine auf der Bühne sein, denn ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen, Entdecken und beim Erkunden und möchte euch direkt die beiden Gastgebenden des heutigen Tages vorstellen. Und zwar die stellvertretende Geschäftsleiterin des KI Campus beim Stifterverband, die wunderbare Britta Leusing. Guten Morgen, liebe Britta. Guten Morgen. Und wir holen direkt noch jemanden auf die Bühne. Und zwar, er ist Leiter im Stifterverband des Programmbereichs Digitale Bildung und Future Skills. Und er ist Geschäftsstellenleiter des KI Campus, der fantastische Florian Rampelt. Woohoo. Moin. Moin. Hi. So. Ihr Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zusammengebracht habt heute. Und the stage is all yours. Ja, prima. Ganz danke, viel. Herzlich willkommen zusammen. Willkommen auch an die digitale Crowd. Ich würde sagen, wir haben einen coolen Tag vor uns. Britta.
Genau, vielen Dank, Florian. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, dass wir diese Bühne hier heute eröffnen dürfen. Das zweite Mal das University Future Festival in Heilbronn. Das ist grandios. Wir sind mit dem KI Campus Hub Baden-Württemberg mit einem ganz eigenen Team seit circa anderthalb Jahren hier in Heilbronn angekommen. Und uns macht die Arbeit in diesem Ökosystem wahnsinnig Spaß. Es ist eins der heißesten Spots hier rund um KI in Heilbronn. Ihr habt es miterlebt, beziehungsweise in der Presse nachverfolgt. Wenn sich ein Ort eignet, um KI auch dann nochmal in der Hochschulbildung zu diskutieren, dann ist es Heilbronn. Jetzt würde ich gerne weiterklicken. Genau. Das University Future Festival ist ja ein dickes Ding. Ja? Da draußen in der digitalen Welt, ganz herzliche Grüße, nehmen auch wahnsinnig viele Personen teil. Es geht insgesamt über 3 Tage. Wir haben super viele verschiedene inhaltliche Tracks. Aber der KI Campus steht für den Track AI und Tech in der Bildung. Wir haben aus der Community über 600 Einreichungen von euch erhalten, die wir hier heute auf die Bühne bringen. Nicht alle 600, aber in einem auswendigen Juryprozess haben wir uns den wichtigen Themen gewidmet und sie ausgewählt. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich quantitativ gar nicht so viel getan. Ja? Wir hatten ähnlich viele Einreichungen, aber qualitativ. Denn AI und Tech ist konkret geworden in der Hochschulwelt. Also, letztes Jahr ja ging es noch intensiv um die Frage, was ist denn eigentlich KI und brauchen wir das überhaupt in der Hochschule? Also viel ging es um die Frage, was eigentlich und ob überhaupt. Und innerhalb eines Jahres haben wir so viele Einreichungen bekommen mit konkreten Beispielen, mit konkreten Fragestellungen, mit konkreten Erfahrungsberichten, die es jetzt zu nutzen gilt. Es geht insbesondere um Infrastruktur und Zugänge. Ja, zu welchen kommerziellen, nicht kommerziellen KI-Tools können wir Zugänge erhalten? Wie können wir das regeln? Wie können wir zum Beispiel über Landeslizenzen auch unseren Studierenden die Nutzung zugänglich machen? Der Einsatz als Bildungstechnologie, also KI selbst als Technologie für Lernen und Lehren. Und da fällt das Stichwort Lernassistenzen. Da draußen bei euch in den Hochschulen passiert schon wahnsinnig viel zu den Lernassistenzen unter anderem. Dazu werden wir auch heute noch sehr viel hören. Und das große Thema natürlich, was uns als KI Campus auch beschäftigt, ist die Entwicklung von KI-Kompetenzen von Studierenden, von Nachwuchswissenschaftlerinnen für die eigene Forschungsleistung und natürlich auch im Bereich des lebenslangen Lernens. Deswegen haben wir euch ein wunderbares Programm zusammengestellt. Carmen hat es gerade alles schon genannt. Wir haben inspirierende Keynotes und Panels, und zwar nicht nur hier auf der Bühne, 3 Tage lang auch im digitalen Raum. Wir haben Workshops und Exponate hier nach Heilbronn geholt, weil wir euch Hands-on-Wissen zu KI in der Hochschulbildung mitbringen wollen. Und natürlich das Allerwichtigste hier, vernetzt euch. Vernetzt euch über die Institutionen, über Unternehmen und Hochschulen, über private Hochschulen und staatliche Hochschulen, was auch immer euch einfällt. Hier sind tolle Akteure vor Ort in Heilbronn. Und in diesem Sinne gebe ich erstmal weiter an Florian. Danke dir, Britta. Vielleicht geht es auch weiter. Ja, geht weiter. Ich muss sagen, ich habe das University Future Festival jetzt auch schon einige Jahre erlebt. Wir haben ja in Corona-Zeiten gestartet, und was wirklich so großartig ist, ist diese Verteilung, regionale Verteilung deutschlandweit, das Analoge, das Hybride. Gestern war ich in Nürnberg. Auch dort hat das Thema KI eine unglaublich zentrale Rolle gespielt. Kolleginnen von der DHBW Karlsruhe sind dann weiter nach Berlin gefahren, wo die Hauptbühne ist. Ich bin weiter nach Heilbronn gefahren. Ich wäre gerne auch noch nach Leipzig, nach Bochum. Das ist einfach toll, dass wir uns in regionalen Communities zusammenfinden, aber eine deutschland- und europaweite Auseinandersetzung mit dem Thema KI in der Hochschullehre angehen. Als KI-Campus haben wir eine starke Mission, die dahinter steht. Und diese Mission ist, KI-Kompetenzen durch kostenlose digitale Lernangebote für alle zu stärken. Unser Schwerpunkt ist nicht die Entwicklung von eigenen KI-Technologien, auch wenn wir da durchaus einiges erproben. Das werdet ihr auch in Gesprächen und Workshops heute erfahren, wenn ihr interessiert seid. Uns geht es darum, Lehrende und Lernende in ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema künstliche Intelligenz zu stärken, zu einem souveränen Handeln zu ermutigen. Weil auch wenn sich schon einiges verändert hat, wenn die qualitative Auseinandersetzung mit dem Thema KI wirklich auch immer besser wird,
gibt es trotzdem nach wie vor in der Breite über die hinaus, die hier heute wahrscheinlich schon als Vorreiterinnen und Vorreiter sich mit dem Thema AI und Technology auseinandersetzen, immer noch extrem viel zu tun. Wir als KI Campus glauben, Offenheit und Kollaboration ist dafür entscheidend. Es braucht offene, kostenlose Lern- und Bildungsangebote. Ich sehe hier einige Expertinnen auch, die selbst dazu schon einen Beitrag geleistet haben, andere dabei zu unterstützen, nicht immer wieder auf der grünen Wiese neu beginnen zu müssen in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz, sondern eben auch das Miteinander noch stärker in den Fokus zu nehmen. Dafür steht das UF, dafür steht der KI Campus und dafür steht auch die gemeinsame Haltung, die wir hier heute aufbringen wollen. Wir unterscheiden zwei zentrale Aspekte, nämlich KI für Expertinnen und Experten. Auch Informatikerinnen und Informatiker müssen sich mit neuen Aspekten auseinandersetzen. Auch die waren überrascht über die Dynamik dessen, was sich da so in den letzten 1,5 Jahren getan hat. Aber ganz besonders geht es auch um Nicht-Expertinnen, um Einsteigerinnen in das Thema KI. Hochschullehrende müssen sich auf einmal mit etwas auseinandersetzen, was für sie als Historikerin oder Historiker vielleicht bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und hochwertige Lernangebote von Hochschulen, KI-Initiativen, Unternehmen können dabei eine zentrale Rolle spielen. Als Stifterverband, der die Geschäftsstelle des KI-Campus verantwortet, ist für uns eben diese Stärkung der Rolle von Wissenschaft besonders zentral in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Sonst werden wir nur noch reaktiv reagieren müssen auf das, was sich hier an Dynamik tut und nicht proaktiv mitgestalten können. Schwerpunkte des KI-Campus in der Auseinandersetzung mit dem Thema setzen wir einerseits im Bereich quasi unterschiedlicher Abstufungen von künstlicher Intelligenz. Da könnte man jetzt in Russell und Norwig einsteigen, was dort die fachlichen Unterscheidungen sind. Für uns ist es zum Beispiel total trivial. Wir sprechen über KI-Kompetenzen, aber eigentlich fehlen ganz oft noch die grundlegenden MINT-Kompetenzen und die Datenkompetenzen. Insbesondere Data Literacy ist ein Thema, dem wir uns stark auseinandersetzen. Wie werden Daten eigentlich geteilt? Wie kann man sie managen? Was muss ich berücksichtigen? Wer kennt schon datenschutzrechtliche Grundlagen eigentlich wirklich gut, obwohl wir das müssten, wenn wir im Bildungs- und Wissenschaftsbereich unterwegs sind? Data und AI Literacy ist Kern dessen, was eine Auseinandersetzung mit KI für Einsteigerinnen und Einsteiger bedeutet. Natürlich ist das Thema Machine Learning als Hauptaspekt von künstlicher Intelligenz besonders zentral, auch in der Auseinandersetzung, Weiterentwicklung mit Experten, Experten. Wenn ich in den Online-Kurs von der Leibniz-Universität Hannover auf dem KI-Campus gehe zu Automated Machine Learning, bin ich nach einer Minute lost, muss ich zugeben. Aber ich glaube, für die eine oder den anderen von euch ist es trotzdem wichtig, auch hier die aktuellen Entwicklungen mitverfolgen zu können und es aktiv aus dem europäischen Raum heraus mitzugestalten. Das ist ja unser Anliegen. Und natürlich hat im letzten Jahr auch das Thema Chatbots und Sprachassistenten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Bildungsbereiche, die wir adressieren als KI Campus, sind im Kern, ist es der Bereich Hochschule. Hochschule auch mit einem Fokus nicht nur auf das Grundstudium, sondern die wissenschaftliche Weiterbildung. Natürlich ist es auch aus der Hochschule heraus aber wichtig, sich zu fragen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die Menschen mitbringen, die zu uns kommen, an die Institution Hochschule. Wie kann eigentlich schon in der Schule, wir haben etwas zu Data Literacy in der Grundschule, wie kann eigentlich schon dort die Grundlage gesetzt werden, die notwendig ist, dass ein reflektiertes Handeln mit künstlicher Intelligenz für alle im Schwerpunkt steht. Das macht der KI-Campus nicht alleine, das macht der Stifterverband nicht alleine, das machen die Hochschulen, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Hochschule Heilbronn, die da hinten zum Beispiel stehen, nicht alleine. Der zentrale Ansatz, das, woran wir wirklich fest glauben und überzeugt sind, ist, wir haben keine Chance, wenn wir es alleine versuchen. Wir müssen uns zusammentun, wir müssen unsere KI-Zukunft für die Hochschule, für die Bildung gemeinsam gestalten. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das nicht nur schon seit 2019 tun, sondern es eine stetig wachsende Community ist, die sich nicht auseinanderdividiert, sondern die anhand der aktuellen Entwicklungen immer stärker zusammenkommt. Jetzt habe ich weiße Folien, aber ich würde sagen, von der weißen Folie übergebe ich einfach an dich, Britta. Wunderbar. So, wir sind eine bundesweite Lernplattform, online ein bisschen anonym. Ich habe mich sehr gefreut, als der KI-Campus da den Schritt gegangen ist, in die Region hinein. Ja, also wirklich vor Ort zu gehen, mit Menschen zu sprechen, mit Akteuren gemeinsam zu arbeiten. Und das tun wir mit 3 verschiedenen regionalen Hubs. Wir haben nicht nur hier Baden-Württemberg, nein, wir haben auch Berlin und Nordrhein-Westfalen. Lasst uns einmal kurz nach Berlin schauen. Dort ist das Ziel, den Wissens- und Wissenschaftstransfer zu KI zu leisten, und zwar in gemeinsamer Partnerschaft mit der Humboldt-Uni zu Berlin, mit der Charité und auch mit dem DFKI. Ich freue mich sehr, ihr seid heute hier, Silke und deine Kollegin, wunderbar, dass ihr heute hier auch dabei seid. Es geht um die curriculare Integration unserer Lernangebote.
Angebote in der Zusammenarbeit auch mit, mit einer großen universitären Allianz in Berlin, der Berlin University Alliance. Und mit der Charité hat der KI-Campus auch einen Schwerpunkt auf KI in der Medizin. Gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. Auch die Kolleginnen aus NRW sind heute hier dabei. Das Ziel ist hier eine zentrale Anlauf- und Vernetzungsstelle zu KI in der Hochschullehre zu gestalten. Ihr habt tolle Communities of Practice ins Leben gerufen, rund um KI in der Hochschule. Es geht um KI auch im Moodle-Bereich, ja, das interessiert euch wahrscheinlich alle. Wie gehen wir damit um? Und übrigens, es gibt den Tooltip Tuesday, gemeinsam mit dem VK Kiva, Doris Wessels, tolles Format. Schauen wir einmal kurz nach Baden-Württemberg. Wir sind hier mit ganz tollen Partnern in der Vernetzung mit der DHBW Heilbronn und Karlsruhe, mit der Hochschule Heilbronn, mit dem TUM Campus hier, mit Fraunhofer IAO und unterstützt von der Dieter-Schwarz-Stiftung auch als strategischer Partner des Innovationspark für KI, dem IPAI. Was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag mit dem tollen Team, was ich euch genannt habe und gemeinsam mit den Partnern? Wir kümmern uns um Analysen, um hier in der Region die Qualifizierungsbedarfe rund um KI zu erheben. Das hat Jan Mackensen vom IAO Fraunhofer ganz toll KI-gestützt aufgesetzt. Also die Fragestellung, was braucht die Region eigentlich? Dann gibt es von AI.com von der DHBW Karlsruhe ein tolles Kompetenzrahmenmodell. Die Fragestellung, was sind denn eigentlich KI-Kompetenzen, um von der DHBW Heilbronn zum Beispiel ein Audit zu nutzen, um zu sehen, welche Kompetenzen fehlen denn noch? Lücken. Welche Lücken sind da? Und dann kommen wir zum Kerngeschäft natürlich, zum Kernprodukt, auch des KI-Campus. Wie schließen wir die Lücken mit tollen Lernangeboten? Da möchte ich einmal noch kurz herausstellen, wir haben tolle Online-Kurse entwickelt. Dazu könnt ihr euch heute auch in der Ausstellungsfläche und darüber hinaus toll informieren. Wir haben zum Beispiel mit der TUM die Fragestellung von KI-Use-Cases. Wie identifizieren wir die? Gerade nochmal im Unternehmenskontext. Toller Kurs von Nicola Marstens Team der Hochschule Heilbronn, sozialverantwortliche KI-Gestaltung. Es geht auch um KI im Handel in Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen, hier mit Wirt, mit Bräuninger, mit Kaufland zum Beispiel. Und ich freue mich besonders, Jan und Henry werden hier heute auch noch da sein, ein Kurs Prompting von Studierenden für Studierende. Community-Aktivitäten haben wir auch vielzählige gemeinsam mit den Partnern. Es geht uns hier um Vernetzung und um Austausch. Es geht uns auch über Sichtbarkeit und eine überregionale Vernetzung. Ja? Wir können das leisten mit Berlin, mit Nordrhein-Westfalen, mit dem Netzwerk hier, möchten auch das Ökosystem hier bekannt machen und darüber hinaus auch in den Austausch gehen. Zahlreiche Veranstaltungen gibt es hier, nicht nur das University Future Festival, aus Nostalgiegründen seht ihr hier wunderbare Bilder vom letzten Jahr. In Heilbronn ist einfach wahnsinnig viel los, zum Beispiel das große KI-Festival, jetzt Ende Juni, wo wir dann auch aktiv dabei sind. Community Building ist für uns nochmal ein ganz besonderes Thema, insbesondere zur curriculare Integration. Das hört sich so komisch verquer an. Es geht einfach darum, dass die KI-Campus-Lernangebote in die Hochschulen integriert werden können, damit relativ schnell, unkompliziert auch die KI-Kompetenzen dort im Studierendenbereich entwickelt werden können. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir hier weiter durchstarten können. Wir haben viele Prinzipien, zum Beispiel die Kollaboration. Ja, wir wünschen uns sehr, dass ihr heute hier wunderbare Gespräche führt und vielleicht sogar die eine oder andere Partnerschaft heraussucht, herausfindet. Nehmt euch vor, mit mindestens 5 Personen zu sprechen, die ihr noch nicht kennt. Das ist immer das Wichtigste auf so einer Veranstaltung. Man freut sich, die Menschen zu treffen, die man vielleicht auch zu selten sieht. Aber holt euch neue Perspektiven von anderen, die ihr bisher noch nicht gesprochen habt. Es gibt so viele spannende Ideen zum Thema KI in der Lehre, die sich hier im Raum, draußen in den Workshop-Räumen und auch online versammeln. Da spricht immer der Lehrer in ihm. Ja, ich habe so ein paar Anweisungen, Hausaufgaben für euch quasi mitbekommen. Also lasst euch inspirieren, schaut euch KI-Tools an, schaut euch an, was die anderen drumherum machen. Ich freue mich wahnsinnig hier auf das Festival mit euch. Das Angebot ist riesig und vergesst nicht, morgen geht es online auch nochmal weiter. Herzlichen Dank. Viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, Britta und Florian. Kommt mal einmal mit nach vorne. Wir sagen schon mal herzlichen Dank allen Online-Zuschauenden. Und es geht gleich weiter, pünktlich um 17:55, und zwar mit Elisabeth Lorange. Super. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten Fragenzeit, auch wenn ihr Fragen habt, hier im Publikum zum Beispiel. Wir haben ein Mikrofon. Wo ist das Mikrofon? Hallo, ein Mikrofon ist da irgendwo unterwegs.
Nein? Okay, sonst gucken wir nochmal. Ansonsten gucke ich mir das nochmal an. Wenn mir jemand das iPad bringen könnte, dann können wir natürlich auch gerne die Online-Fragen auch noch mit reinnehmen. Also, ich möchte dich gerne nochmal, liebe Britta, auf das Thema Ökosystem derweil ansprechen. Du hast gerade schon so ein paar Einblicke darin gegeben, aber natürlich können wir das auch nutzen, weil ihr habt ja so viele Andockpunkte auch für Leute da draußen. Was tut sich denn da in dem Bereich Partnership? Ich habe das ja auch mitverfolgen dürfen, wie das Ganze so kontinuierlich gewachsen ist. Und wie tickt ihr da? Also hier in Heilbronn entsteht natürlich dieses Ökosystem auch, das interessiert uns besonders im Bereich Bildung, aus dem Bildungscampus heraus. Das ist halt eine tolle Voraussetzung, die es in Heilbronn gibt, weil auf einem Areal wirklich Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtungen einfach zusammen sind und schon gemeinsam arbeiten. Und wenn wir dann auch noch als KI-Campus zum Thema KI alle zusammentrommeln können, ist das einfach, sind das beste Voraussetzungen. Genau, also selbst Heilbronn ist an sich schon gut vernetzt und jetzt kommt nochmal ganz, ganz viel Power, auch nochmal mit anderen Akteuren, auch aus den anderen Regionen, auch aus der Unternehmenslandschaft natürlich, und vor allen Dingen Heilbronn ist mega kooperativ und sehr, sehr offen. Also wir sind hier so freudig in Empfang genommen worden und das ist einfach wirklich dankenswert auch zu nennen. Wir sind da ja ein bisschen naiv manchmal und sagen, verlasst mal eure Befindlichkeiten in den Regionen. Ich war vor 2 Wochen an der Universität Stuttgart auf Einladung von Katharina Hölzle, wo wir über Technikfolgenabschätzung gesprochen haben, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es eben diese Regionen nicht nur ein Ort sind, die Institutionen, die sich hier versammeln, sondern die Institutionen, die eben zum Beispiel Baden-Württemberg prägen. Aus Baden-Württemberg heraus können wir ganz viel mitgestalten, was eben den deutschen Hochschulraum betrifft, bis hin zum europäischen Hochschulraum. Wir haben ja gleich eine Keynote auch aus Zürich. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir institutionelle und Ländergrenzen überschreiten müssen in der Kollaboration. Und das ist jetzt in der Hochschullandschaft halt leider in der Historie nicht immer die Kernzielsetzung gewesen. Wir glauben, wir können da gemeinsam wirklich viele große Schritte vorangehen. Okay, wie kann ich mir denn diese Zusammenarbeit hinter den Kulissen vorstellen? Also das ist doch immer so ein Thema, Kultur in jedem Unternehmen und auch an jeder Hochschule, dass es so wichtig ist, eine bestimmte Kultur zu etablieren. Gebt uns mal so einen kleinen View behind the scenes. Wie würdet ihr euch beschreiben, vielleicht welchen Adjektive? Also das, was den Stifter... Wie geht ihr an Aufgaben auch heran? Also habt ihr ständig Team-Meetings oder geht ihr alleine im Wald spazieren, denkt euch was aus, oder? Ich sage immer, der Stifterverband selbst als Organisation hinter dem KI-Campus auch quasi wie eine Behörde strukturiert und organisiert. Und wir haben da selbst einen Lernprozess gemacht, mehr Offenheit, mehr Agilität, cloudbasierte Zusammenarbeit ist einfach super wichtig. Und gleichzeitig ist es zentral, dass wir halt nicht nur die adressieren, die sowieso schon mit viel Begeisterung dabei sind, sondern dass wir auch Narrative schaffen, dass wir eine Auseinandersetzung mit dem Thema schaffen, die die Mehrheit der Menschen mitnimmt. Zum Thema KI, das merken wir in unserer eigenen Organisation, wie auch eben in der Zusammenarbeit mit Hochschulen, gibt es einfach auch viel Ablehnung, viel Widerstände, die teilweise auch begründet sind. Und dabei sind 2 Dinge ganz wichtig. Eine Kultur in der Auseinandersetzung mit digitalen Technologien, die Chancen und Risiken in eine ausgewogene Balance bringt. Es geht nicht darum, dass wir hier KI-Enthusiastinnen sind, die sagen, KI kann alles lösen, sondern für uns steht das souverän handelnde Mensch im Mittelpunkt, der eine Entscheidung treffen kann und die eine Entscheidung treffen kann, möchte und sollte ich hier KI einsetzen oder nicht. Wir nennen das den AI-Educator zum Beispiel bei Lehrenden. Das sind nicht Lehrende, die mit KI ihre Lehre betreiben müssen, sondern die sich damit auseinandersetzen müssen. Wo macht das Sinn, wo auch nicht? Und wo kann ich eigentlich weiterhin für Lernen begeistern in einer Zeit, in der manche behaupten, das würde in Zukunft nur noch in der Mensch-Maschine-Interaktion geschehen? Daran glauben wir nicht und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, was unsere Kultur ausmacht. Ja, das Thema Kommunikation ist ja auch ein ganz wichtiges und da spielt die Presse auch eine große Rolle. Also wahrscheinlich so wie ihr, schlagt ihr morgens erstmal online so verschiedene Seiten auf und lest euch durch, was da wieder Lustiges gepostet wurde. Das sind ja teilweise schon, ich sag mal, mundgängig gesprochen, krasse Schlagzeilen. Also entweder ist es hopp, es ist top, dann ist Deutschland ganz toll, dann ist Deutschland wieder doof, laut irgendwelchen offiziellen Presseschlagzeilen. Wie wichtig ist es, die Presse da in der öffentlichen Kommunikation mit reinzunehmen? Und wie erlebt ihr da gerade so die Schlagzeilen? Britta, magst du dazu? Also für uns ist es natürlich wichtig, um zu sehen, welche Schlagzeilen gehen raus und was passiert dann ja natürlich mit unseren Lernenden. Ja, also haben die Angst plötzlich vor, nicht plötzlich, haben die Angst vor der Technologie? Welche ethischen, rechtlichen Fragestellungen sind dort wichtig, damit wir natürlich auch mit unseren Lernangeboten darauf reagieren können? Das steht einfach für uns zentral.
wie ist die Gesellschaft da draußen eingestellt und wie können wir dann einfach mit unseren Lerninhalten auch da reinsteuern. Wir haben ganz konkret auch aus Baden-Württemberg heraus gerade ein Förderprogramm mit Mercedes-Benz aufgesetzt, KI als Breitenkompetenz. Und da gibt es zwei Aspekte, die die aktuelle Presseauseinandersetzung betreffen. Erstens die Initiative AI for Democracy. Da setzen wir uns mit vielen zivilgesellschaftlichen Partnern mit der Frage auseinander, wie kann KI eigentlich nur Fake News generieren und unsere Demokratie gegebenenfalls auch weiter beschädigen, sondern wie können wir das Tool gewinnbringend nutzen und welche Literacy braucht es auch, um eben das Bewusstsein zu stärken. Und zweitens KI im Journalismus. Die Uni Eichstätt zum Beispiel hat da schon vor Jahren mit uns was gemacht, auch mit dem Bayerischen Rundfunk gemeinsam. Jetzt machen wir das mit Korrektiv, inzwischen denke ich auch hier gut bekannt, eben die freie Auseinandersetzung, welche KI-Kompetenzen, welches Wissen brauchen eigentlich Journalistinnen und Journalisten, um eben nicht nur so Pauschalaussagen zu treffen, sondern das vielleicht ein bisschen stärker reflektiert zu betrachten, weil das absolut notwendig ist. Wir gucken ein bisschen auf die Zeit, aber wir haben noch etwas, weil ich habe gehört, wir haben einen fließenden Übergang direkt in die nächste Session. Also lasst uns die Zeit doch gerne nutzen und auf das Programm des heutigen Tages gucken. Also ich habe mir das also irgendwie wahrscheinlich wie ihr auch irgendwann eines Tages zum ersten Mal angesehen und habe so gelesen und gelesen und dachte so, Donnerknispel, das ist aber ein richtig klasse Programm. Ist das alles, also sind das alles Partner, Partnerinnen, Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie kann ich mir diesen Weg der Programmkuratierung für heute vorstellen? Genau, ich habe es ja vorhin gesagt, aus der Community gab es 600 Einreichungen Papiere. Ihr wisst das sehr, sehr gut. Ja? Also das HFD mit der STIL hat zusammen einen großen Call gemacht. Und dann kommt das ganze Insights, der ganze Input kommt dann in die Jury und wir kuratieren dann gemeinsam in einem sehr diversen Netzwerk, in einer diversen Jury dann dieses Programm und sagen, jo, das kommt auf die Bühne und dann schauen wir digitale Bühne und wer sitzt in Heilbronn. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig zu schauen, was passiert eigentlich gerade noch drumherum, wer hat vielleicht nicht eingereicht, aber hat interessante Ansätze, ich sage nochmal Stichwort Lernassistenzen zum Beispiel, das ist doch ein wichtiges Thema jetzt gerade für den Hochschulbereich und dann kommen einfach diese Beiträge, die wir heute hören werden, auf die ich mich sehr freue, dann auch einfach auf die Bühne. Okay, wir haben als große Überschrift über den heutigen Tag das Thema Lernen. Deswegen lasst mich euch beide mal sanft challengen. Ihr seid ja mit so vielen Menschen auch im Gespräch. Was sind denn Dinge, die ihr neuerdings zum Thema KI, KI und Hochschule gelernt habt? Also ich habe insbesondere zuletzt viel gelernt in der Auseinandersetzung mit Lehrerinnen und Lehrern, die sich mit dem schulischen Unterricht auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Grafik, die wollte ich eigentlich einblenden, also sie war irgendwie nicht da, von Joscha Falk, das ist ein Mittelschullehrer aus Bayern, der sich damit auseinandersetzt, was KI eigentlich für den Unterricht bedeutet. Und er unterscheidet da Lernen über KI, Lernen mit KI, Lernen durch KI, Lernen ohne KI und Lernen trotz KI. Das kann ich euch total empfehlen und ich glaube, wir sind da manchmal so in so einer Hochschulbubble auch in unserer Auseinandersetzung. Mir tut das total gut. Ich war neulich auf einer Mittelschulkonferenz in Bayern, was da einfach auch für einen Enthusiasmus, aber auch eine kritische Distanz zum Thema vorhanden ist. Und das ist für mich der Kern des Lernens. Lernen ist lebenslanges Lernen, auch Hochschulbildung. Die Zukunft von Hochschulen, University Future, muss Lifelong Learning sein. Und dafür ist es auch wichtig, nicht nur institutionenübergreifend, sondern auch bildungsbereichsübergreifend immer wieder andere Perspektiven zu suchen, die uns notwendige Impulse geben. Ja, und ich schaue mal ganz kurz, wie ist es eigentlich, können wir gleich online starten? Kleiner Check-up an der Stelle. Okay, gut. Dann haben wir Zeit, noch ein bisschen zu besprechen. Wir gucken mal, dass wir den Stream onboarden, denn wir haben wirklich einen großen Fokus auch auf die Online-Teilnehmenden. Habt ihr so irgendeine Idee, von wo aus sich die überall zuschalten? Überall, tatsächlich. Also der Schwerpunkt... Neuseeland, bring das doch auf den Punkt. Korschenbräuch, nein. Also es ist schon national, also die Statistiken zeigen grundsätzlich, dass wir uns in deutschen Kontext hier bewegen, aber auch aus dem Dachraum. Also wir haben ja nicht nur die ETH hier heute auf der Bühne, sondern da sind auch zahlreiche Zuschauende dann auch im digitalen Raum. Also herzliche Grüße da insbesondere auch nochmal in den Dachraum. Okay. Und apropos international, wie ist es eigentlich? Ihr habt es ja gerade schon gesagt, also natürlich seid ihr hier im Bundesland viel connected, deutschlandweit viel unterwegs.
Wie kann ich mir das im internationalen Bereich vorstellen? Oder gibt es vielleicht sogar Anrufe, ich sag mal, irgendwie aus Tunis oder aus Bordeaux, die sagen, Mensch, ich habe gerade ein ganz tolles Projekt da, können wir mal irgendwie kooperieren? Wir haben zum Beispiel Zugriffe auf den KI-Campus aus Marokko, die wir nicht nachvollziehen können, also das gibt es, aber 90%, genau so eine Story meine ich. 90% der Zugriffe auf den KI-Campus sind aus dem Dachraum, Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil im Schwerpunkt auch, wir sagen ja immer, wir müssen ja auch das Rad nicht neu erfinden, es gibt ja hochwertigen Content von Udacity, Coursera, edX und ganz vielen Plattformen mit unterschiedlichen Formaten. Das müssen wir nicht kopieren, sondern wir wollen es ergänzen durch eine spezifische Perspektive, die insbesondere Europa in den Fokus nimmt und eben den Dachraum. Wir arbeiten als KI-Campus unter anderem mit der European Association for Distant Teaching Universities zusammen. Da ist die Fernuniversität in Hagen ein Kernpartner, auch des KI-Campus sehr engagiert. Da setzen wir uns stark mit Fragen neuer Zertifikate, Micro-Degrees. Es gibt ja diesen Bologna-Raum, manche finden den gut, manche finden den richtig scheiße. Wir sehen sowas immer als eine Möglichkeit, um mitzugestalten, wenn wir es denn richtig anstellen. Auch Quality Assurance kann ein Ermöglicher sein, wenn man es nur so sieht und auch nutzt. Das heißt, Dachraum, dann insbesondere Europa und der Bologna-Raum, der noch ein bisschen größer ist. Wir freuen uns immer so, wir haben nach Shanghai schon Einladungen erhalten, wenn wir sowas auch machen können, aber es ist nicht unser Fokus, weil wir haben hier genug zu tun und das ist auch gut so. Okay, und übrigens, also auch wenn wir gerade noch das Mikro nicht parat haben, ihr könnt auch gerne die Hand heben, wir sind für euch da. Mikro und sagen, ist parat. Ja, oh, da haben wir das Mikro, yay! Wunderbar, also wenn ihr eine Frage habt, einfach kurz die Hand heben, wir können uns auch miteinander unterhalten, wir sind ja noch in Frühstücksstimmung um diese Uhrzeit um 9.30 Uhr morgens, oder? Ich gucke mich gerade mal um, eine Hand ist nicht weiter oben. Gut, greifen wir den Faden doch direkt mal weiter auf, weil, nochmal, ihr seid mit unheimlich vielen unterschiedlichen Stakeholdern im Kontakt. Was sind denn so die typischen Fragen, die da kommen oder vielleicht auch die Pain Points, die an euch herangetragen werden? Weil ich kann mir vorstellen, ihr macht natürlich wahnsinnig tolle Angebote, aber auf der anderen Seite, dass von Community-Seite vielleicht auch manchmal ein Impuls kommt, so, das brennt uns gerade unter Nägeln, könnt ihr dazu nicht mal was rausbringen? Genau, das sind halt immer Lernangebote, gerade auch nochmal was Aufklärung, Fake News und Deepfakes und so weiter, jetzt gerade auch mal, Florian hat es gerade auch erwähnt, da im Bereich der Wahlen jetzt auch nochmal los ist, die ethischen Fragestellungen immer beschäftigt, gerade im deutschen Kontext, einfach die Menschen intensiv. Dann ist es auch immer wieder die rechtliche Komponente, wie wirkt sich der AI Act jetzt auch auf die Bildungsgestaltung aus, müssen wir wirklich, wie gehen wir mit Rahmenprüfungsordnung und Prüfungsordnung um, müssen wir die jetzt alle wieder neu erfinden, das sind so Fragestellungen, die auf jeden Fall aus der Community herauskommen. Also was es gestern auch gab in Berlin, wir haben ja eben diese verschiedenen Bühnen, Nils Pinkwart, wissenschaftlicher Leiter des KI-Campus, vertritt uns in Berlin, eine Veranstaltung zum Thema KI-Leitlinien, also was viele Hochschulen sagen und gerade die ja engagiert schon unterwegs sind, ist, wir brauchen auch eine Auseinandersetzung auf der strategischen Ebene, wir brauchen Backing der Hochschulleitung, nicht nur quasi vielleicht die Kritik der Rechtsabteilung, sondern eben eine Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken, die dann in einen klar formulierten Leitrahmen übertragen wird. Da war die Humboldt-Universität Vorreiter in der Region Berlin-Brandenburg. Wir haben letztes Jahr ein Meetup gemacht, wo über 100 Hochschulakteure zusammengekommen sind an der Humboldt-Universität, weil einfach das Interesse so stark daran ist, eben dieses operationale Doing, das wir sehr, sehr gut können, muss immer eingebettet sein, auch in den Rahmen der Orientierung gibt. Und am Ende des Tages, das interessiert uns auch als Stifterverband. Ich hatte gestern ein Netzwerktreffen zum Thema Future Skills in Hochschulen verankern in Nürnberg mit Career Services und zentralen Einrichtungen von Hochschulen, wo wir uns stark auch mit der Frage auseinandersetzen, welchen politischen Leitrahmen braucht es eigentlich? Da wollen wir in den nächsten 5 Jahren das wirklich sehr eng begleiten. Das ist ja Bundesebene, Landesebene, Hochschulentwicklungspläne, wo man sich gut damit auseinandersetzen kann, was ist ein pragmatischer Weg, der die Dinge so einfach wie möglich hält und so komplex wie notwendig formuliert. Das ist nochmal ein bisschen schwieriger, als einfach nur irgendwie YouTube-Videos zu produzieren, aber wir nehmen diese Aufgabe gerne mit an. Und ich schaue noch mal ganz kurz nach hinten, kleiner Check-up. Wir warten noch auf den Livestream. Sollen wir hier noch ein bisschen plaudern oder was ist der Vorschlag? Ich meine, ich nutze die Chance gerne, wenn ich schon mal so super Expertin hier auf der Bühne habe. Ganz kurz ein Hinweis. Wir warten. Ja, alles klar. Ich habe das Go für uns bekommen. Also wie gesagt, nutzt die Chance hemmungslos jetzt hier im One-to-One-Sparring mit den beiden eure Fragen zu stellen. Wie gesagt, da vorne ist das Mikrofon. Einfach die Hand heben, dann könnt ihr auch gerne einen eigenen Beitrag. Ich sehe zum Beispiel, hallo Doris.
Doris Wessels davon. Dürfen wir mal so frech sein und der Doris Wessels das Mikrofon kurz mal geben? Schönen guten Morgen, Doris. Das ist eine ganz tolle Frau. Erstmal einen Riesenapplaus. Also, Doris, überleg dir, was ist die kritischste Frage, die du uns gerne stellen würdest, damit das hier ein bisschen aufgepeppt wird. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch so ein bisschen entspannen nach meinem sportlichen Trab hier vom Hotel entlang der Neckar. Das war sehr schön, aber auch ein wenig anstrengend. Und dann habe ich gedacht, kann ich noch ein bisschen ausruhen. Ich bin du kommst gerade aus Wien, bin oder? Ja, heute Nachmittag. Ja, ich bin aus Wien eingeflogen. Ja. Ja, genau. Ich habe einige Fragen, die ich formulieren würde, aber eine, da traue ich mich noch nicht, das würde ich dann vielleicht im Laufe des Tages mal. Aber ich steige mal mit einer Wiener Frage ein. Und zwar hat mich die gestern Morgen, als ich dann aufwachte, habe ich dann Fernseher angestellt und die erste Nachricht war eine KI-Nachricht, nämlich, dass in Wien, also in Österreich, die sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit, das scheint so eine Art eigenständiger, anspruchsvolle Hausarbeit vom Abitur, also für die Matura, abgeschafft zu werden, beziehungsweise es entfällt die Pflicht, das zu machen, mit der Begründung, das kannst du gar nicht mehr bewerten, weil es ja KI-gestützt geschrieben wird. Das heißt, der Eigenanteil der Schüler, Schülerin lässt sich nicht mehr bewerten. Das heißt, man verabschiedet sich in Österreich von den Schulen, wahrscheinlich so peu à peu von diesen Eigenstellen, also von den früheren Hausarbeiten, in dem Fall etwas, die nennen das VWA, vorwissenschaftliche Arbeit. Und das fand ich ganz spannend, weil man schon merkt, das Thema neue Prüfungsform, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wird zunehmend dringlicher. Und jetzt ist ja guter Rat teuer und dann gab es eine muntere Diskussion, weil man natürlich jetzt KI gerne integrieren möchte. Also man möchte natürlich gerne, dass auch dort Schüler und Schülerinnen das auch nutzen. Die Frage ist nur, wie stellt man die Tools zur Verfügung? Da sind wir wieder bei Lizenzen, da sind wir bei Datenschutz und allen möglichen, auch rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dann hat man natürlich die Bewertungsproblematik on top. Und das ist ja das Thema, was mich so umtreibt, man muss ja auch die Lehrenden entsprechend qualifizieren. Und da hinken wir, finde ich, noch immer so furchtbar hinterher. Das ist so die Frage auch an euch. Ich fand das super gut, Florian, dass du vorhin betont hast, dass man auch Bildungsbereich übergreifend denken muss. Ich glaube, wir können im Hochschulbereich so viel von den Schulen lernen, wie man dort, also nicht von allen, aber von so einigen, weil die Problematik, Herausforderungen sind ja ähnlich und es gibt dort, Joscha Falk habt ihr schon erwähnt, es gibt so viele tolle Lehrer, Lehrerinnen, die wir haben mit wirklich tollen Best Practices. So, das heißt, wie können wir diesen Prozess in Deutschland forcieren? Das ist so meine Frage an euch, denn das, Vielen was Dank. Die Österreicher haben, das haben wir im Prinzip auch. Das finde ich eine klasse Frage. Vielen herzlichen Dank dafür, Doris. Bitte. Und? Darf ich kurz, ich muss eingehen, ich kann noch nicht das Wie beantworten, aber ich muss mein Leid klagen. Die Bachelor-Thesis, glaube ich, wurde auch abgeschafft in Österreich, zumindest teilweise. Ja. So, kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich war langjährig Kanzlerin an privaten Hochschulen. Und dann ging es immer um eine Neuordnung der Prüfungsordnung. Ich dachte, jo Leute, nutzt bitte die Chance. Interaktive Prüfungsformate, denkt die doch bitte einmal neu. Wir stricken diese Ordnung hier gerade neu, dann nutzt doch einfach die Chance. Irgendwann ging das ja wieder über meinen Tisch und ich musste kurz meinen Haken drunter machen, wie das nun mal so der Prozess ist. Was ist passiert im Bereich der Prüfungsformate? Nichts. Es ist nichts passiert. Und ich würde mir wünschen, liebe Hochschulen da draußen, nicht das Endergebnis ist quasi das Ziel, sondern der Weg dahin. Wie habe ich gepromptet? Welche Tools habe ich genutzt, welche Fragen wurden mir gestellt, wie wurde ich dabei auch unterstützt. Mhm. Und diesen Weg möchte ich sehen, quasi als Prüfungsleistung, um zu sehen, jo, die Leute engagieren sich im Lernprozess. Und deswegen nochmal wirklich der Appell an die Hochschulen, ihr könnt auch gerne später mit mir diskutieren, nutzt diese Chance jetzt, das ist wirklich ein Momentum. Mhm.